und Leonie von Randow für uns im Bundestag, um auch weitere Stimmen zu diesem Attentat einzufangen. Leonie, wie fallen diese Reaktionen aus? Schönen guten Morgen. Ja, tatsächlich ist eine wahre Welle der Solidarität über Robert Fico hereingebrochen. Also auch hierzulande hat diese Gräueltat natürlich für Entsetzen gesorgt. Viele Genesungswünsche haben ihn erreicht und alle Spitzenpolitiker hier in Deutschland haben auch auf den sozialen Netzwerken natürlich noch mal ihr Entsetzen bekundet. Die deutsche Außenministerin beispielsweise, die eben sagt, das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Aber auch der FDP-Chef Christian Lindner, der eben auch sagt, unsere liberale Lebensweise, die sei bedroht. Ich möchte jetzt noch mal sprechen mit einem SPD-Vertreter, und zwar mit dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion, mit Nils Schmid. Guten Tag, Herr Schmid. Guten Morgen, Frau von Randow. Wir haben also inzwischen gehört, dass der slowakische Ministerpräsident die Operation überstanden hat. Sein Zustand ist allerdings wohl weiterhin kritisch, auch wenn nicht viel bekannt ist. Wie haben Sie auf diese Nachricht reagiert? Es ist ein furchtbares Attentat, das uns hier alle erschüttert hat. Wir hoffen, dass Robert Fico überlebt und dass er rasch wieder vollständig gesund wird. Es ist einfach ein Zeichen, dass die Polarisierung in den europäischen Gesellschaften massiv zugenommen hat. Aber Gewalt darf nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung werden. Weder in der Slowakei, noch in Deutschland, noch anderswo. Und da müssen alle Demokraten zusammenstehen. Deshalb volle Solidarität mit Robert Fico. Sie sagen es gerade, dass das gesellschaftliche Klima sich ja auch ein Stück weit verändert hat, immer roher wird, so sagen viele. Also haben Sie den Eindruck, dass das eben nicht nur ein nationales Phänomen hier in Deutschland ist, wo wir auch zuletzt Angriffe und Übergriffe auf Politiker gesehen haben, sondern ein europäisches? Ja, wir haben in allen europäischen Gesellschaften in unterschiedlicher Ausprägung große Verunsicherung, aber eben auch eine scharfe Polarisierung in der politischen Auseinandersetzung. Das gilt leider auch für die Slowakei. Durch die Corona-Pandemie gab es auch in der Slowakei große Auseinandersetzungen über den Sinn und Unsinn von Impfungen. Es gibt eine russische Desinformationskampagne, die auch in der Slowakei vielleicht noch stärker als in Deutschland wirkt, sodass wir es mit einer stark zugespitzten politischen Debatte auch in der Slowakei zu tun haben. Aber all das darf nie zu Gewalt führen. Wir müssen gerade in einer Demokratie im Parlament, in den Medien, auch auf der Straße mit friedlichen Mitteln diese politische Debatte führen, aber nie mit der Waffe in der Hand. Und deshalb ist es so erschütternd, dass es jetzt den Regierungschef eines befreundeten Landes getroffen hat. Ich hoffe, dass er überlebt und dass sich das nirgendwo in Europa wiederholt. Herr Schmid, lassen Sie uns einen Schnitt machen und auf ein ganz anderes großes außenpolitisches Thema heute blicken. Der russische Präsident Wladimir Putin ist in China. Was erwarten Sie von dem Treffen dort und glauben Sie, dass es möglicherweise Präsident Xi auch gelingen kann, Einfluss auf Wladimir Putin im positiven Sinne zu nehmen, oder wäre das naiv? Nein, das ist nicht naiv, denn wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass Putin und Xi sehr eng zusammengerückt sind, dass Russland und China sich enger abstimmen als in der Vergangenheit. Und deshalb ist es richtig, die chinesische Führung an ihre Verantwortung für Frieden und Stabilität und für die internationale Rechtsordnung zu erinnern. Und wir erwarten auch, dass Präsident Xi dieses im Falle der Begegnung mit Putin tut, denn es geht darum, dass die Ukraine widerrechtlich angegriffen worden ist und dass China da auch deutliche Worte gegenüber Putin finden muss und insbesondere keinerlei Unterstützung für die russische Kriegswirtschaft gewähren darf. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank, Herr Schmid, für diese Informationen. Also auch das heute im Laufe des Tages noch ein großes Thema. Russland ist ja zunehmend isoliert durch die westlichen Sanktionen und muss sich daher ganz besonders auf die Handelsbeziehungen mit China konzentrieren. Und natürlich gibt es aber bei westlichen Politikern immer wieder auch die Hoffnung, dass Präsident Xi vielleicht auch ein bisschen mäßigend auf den russischen Kreml-Herrscher einwirken kann. Leonie, danke dir für den Moment und dieses Interview.